Ja gut, zum Gruße. PS4 Remote Play ist ein tolles Tool, um PlayStation-Spiele am heimischen PC zu spielen. Warum braucht man das? Na, zum Beispiel, weil die Partnerin gerade im Wohnzimmer vor dem großen Fernseher sitzt und ihre Soaps schauen möchte. Ich habe mir also hier das PS4 Remote Play Tool installiert und möchte es jetzt starten und werde dazu aufgefordert, meinen PlayStation-Account einzugeben. Das mache ich jetzt mal. Dumm, die dumm, die dumm. Doch was ist das? Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden. Dieses Problem hatte ich zum ersten Mal nach einem Rechnerwechsel und ich konnte es einfach nicht lösen. Dabei ist die Lösung relativ einfach. Dieser Anmeldescreen läuft in einem versteckten Browserfenster. Die Anmeldung gelingt mit folgenden Schritten. Wenn das Fenster erscheint, klickt man mit der rechten Maustaste ins Fenster und dann auf das Feld Eigenschaften. Hier sieht man schon, es handelt sich um eine ganz normale Internetseite, die im Internet Explorer geöffnet wurde. Hier kann man die komplette Adresse markieren und kopiert sie mit Steuerung C. Jetzt öffnet man einen Browser der Wahl und fügt die Adresse hier oben mit Steuerung V ein. Wie man sieht, ist man jetzt genau auf demselben Fenster. Hier gibt man dann seine Credentials ein, also seine Anmeldeinformation für das PlayStation-Netzwerk. Es öffnet sich ein fast leeres Fenster. Wenn hier links oben Redirect steht, hat's geklappt. Wir klauen uns erneut hier oben die komplette Adresse mit Steuerung C, öffnen das Anmeldefenster von PlayStation Remote Play, drücken Steuerung L zum Öffnen einer neuen Webseite und fügen die URL entsprechend ein. Und anschließend sind wir erfolgreich angemeldet, die PlayStation wird gesucht und wir können endlich spielen. Das Tool merkt sich die Anmeldung, also im Prinzip muss man diese Schritte nur einmal ausführen. Das hat mich ein paar Stunden schweißtreibende Recherche gekostet. Ich hoffe, euch hilft dieser Tipp und ihr könnt jetzt PlayStation am eigenen PC spielen.